und willkommen zu meinem YouTube-Video von mir. Ich habe auf jeden Fall heute einen Gast bei mir. Und Dani. Auf jeden Fall habe ich euch gestern auf Instagram ganz viele Fragen gestellt. Und zwar Fragen, die ihr als Mädchen sozusagen an Jungs habt. Es waren aber tatsächlich auch Jungs, die Fragen an Jungs haben. Die musst du auch beantworten. Und ich würde sagen, wir fangen direkt echt auch schon an. Obwohl, möchtest du noch was sagen? Nee. Willst du dich vielleicht vorstellen? Muss ich das? Ohne Namen. Ich würde mich jetzt schon mal gerne für die Fragen entschuldigen. Die sind ein bisschen komisch. Und wenn du was nicht beantworten willst, dann sag einfach ja. Also wir sollten vielleicht noch dazu sagen, dass er jetzt zwar versucht, für alle Jungs auf dieser Welt zu antworten, aber das wird logischerweise nicht funktionieren, weil jeder Junge natürlich auch unterschiedlich ist und individuell. Nee, ich antworte direkt für alle Jungs auf dieser Welt. Das, was ich sage, gilt auch für jeden einzelnen Jungen auf dieser Welt. Egal ob 80, 70, 60, okay, 9, du kannst aufhören zu reden. 2. Ich hoffe, ihr wisst, was wir meinen und nehmt das Video bitte nur mit Humor. Dankeschön. Okay, okay, dann fangen wir an. Was sind Red Flags bei Mädchen? Das ist sowas wie, es geht nicht, ne? Oder dass das Red Flag ist sowas. Weißt du nicht, was Red Flags sind? Doch, denk schon. Das ist, wenn jemand... Ja, Dani, ich bin nicht in deiner komischen Welt unterwegs. Hallo, es ist sowas wie, wenn die diese Eigenschaft hat zum... Nein, wenn bestimmte Sachen vorkommen, dass du dann denkst, oh mein Gott, mit ihr sollte ich keine Beziehung eingehen. Ja, wenn sie redet, als würde sie gerade aus der Hinterhofgasse kommen. Was meinst du damit? Kannst du uns Beispiele geben? Wenn eine Person, ein Mädchen jetzt in dem Fall, sehr, wie soll ich sagen, einfach so im Slang redet, so sehr... Wenn sie einfach wie ein Assi redet, meint er. Woran erkennt man, dass ein Junge sauer ist? Ja, an den Emotionen. Gibt es irgendwelche Verhalten oder Dinge, die Jungs machen, wenn sie sauer sind? Ja, also grundlegend sollte man vielleicht mal erstmal am Anfang schon mal sagen, jeder Mensch ist unterschiedlich. Na, das haben wir schon am Anfang gesagt, das muss ich jetzt nochmal dazu sagen. Ja, also jeder reagiert anders auf solche Situationen. Der eine kehrt, tut seine Emotionen in sich hineinleben, die anderen leben es sehr stark aus, keine Ahnung. Also ich würde sagen, die meisten Menschen sind einfach sauer und man erkennt das direkt, oder? Was für eine Frage, Alter. Ja, der geht ins Feld und macht einen Purzelbaum. Jeder Junge macht das, wenn er sauer ist auf einmal. Wir haben das so in ihrem Gen. Warum mache ich dieses YouTube-Format? Okay, ich sag mal, ne? Was ist eine nervige Eigenschaft von Mädchen, über die sich jeder Junge beschwert? Ja, dass die manchmal, dass Mädchen manchmal sehr, sehr undurchschaubar sind, sagen wir es mal so. Dass man manchmal nicht versteht, was die eigentlich denken und viele drücken es dann auch nicht wirklich aus. Das ist, glaube ich, so das. Okay. Fühlen sich Jungs unwohl, wenn sie an einer großen Mädchengruppe vorbeilaufen? Nein, es kommt halt darauf an. Also wenn jetzt ein Junge sehr introvertiert ist und, keine Ahnung, kein Selbstbewusstsein hat, dann läuft er vielleicht an einer Mädchengruppe mit einem riesigen Bogen vorbei oder so. Keine Ahnung, nein. Okay. Das ist eine Frage. Was ist das Attraktivste an einem Mädchen? Oh. Charakter. Das Attraktivste an einem Mädchen, ich denke mal, sie meint den Körper, also auf den Körper bezogen. Also für mich ist das Attraktivste an einem Mädchen eigentlich in erster Linie wirklich der Charakter. Und wenn man den Körper besieht, vielleicht die Haare. Okay, das ist aber sehr vorsichtig geantwortet. Seid ihr eifersüchtig auf andere Jungs? Nein, also doch. Das ist halt eine blöde Frage, weil sie geschrieben hat, ihr. Im Grunde genommen kommt es immer, wie gesagt, von Person zu Person unterschiedlich. Aber ich denke mal, die meisten nicht. Ich sag mal so, wenn der Junge einem selber irgendwie eine gewisse Gefahr vermittelt, dann eventuell. Aber ansonsten ist das kein Problem. Also es ist halt einfach nur ein anderer Mensch, im Grunde genommen, ne? Ja. Boah, Alter. Was ist das Erste, auf das ihr achtet, wenn ihr ein Mädchen kennenlernt? Auf die Augen. Okay. Ja. Die nächste Frage ist... Okay. Hallo. Bemühe dich mal jetzt hier. Reiß dich mal zusammen. Ja, okay. Das lest du dir mal vor. Lest sie vor. Soll ich die vorlesen? Ja. Wenn ihr keine Lust habt, eure Unterhose zu wechseln, dreht ihr sie dann falsch herum um. Klar. Immer. Wenn ihr keine Lust habt, eure Unterhosen zu wechseln, dreht ihr sie auch einfach um, oder? Vielleicht euren BH oder so, was gefällt? So eine Frage. Nein, natürlich nicht. Glaubst du, es gibt Jungs, die das sagen?
Aber warte mal, glaubst du, es gibt Jungs, die das machen? Safe. Auch Jungs, die ohne Unterhosen rausgehen. Aber kennst du auch persönlich Leute, die Nein. das machen? Okay. Vielleicht erzählen sie es dir noch nicht, wenn sie sich dafür Warum schämen. Warum sollte man die umdrehen? Das geht doch gar nicht. Mögt ihr Mädchen, die sehr künstlich aussehen, beziehungsweise viel Make-up tragen? Also, ich werde mal die Antwort in Bezug auf mich und mein Umfeld mal ein bisschen beantworten. Bei mir persönlich und bei allen Leuten, die ich kenne, eher weniger. Also, wenn jemand sehr stark geschminkt ist, dann, ich finde das persönlich auch nicht wirklich attraktiv, muss ich sagen. Ich finde, das sollte eine Balance haben einfach, ja. Okay. Warum macht ihr Jungs und Mädchen so oft falsche Hoffnungen? Weil Jungs vielleicht manchmal nicht wissen, was die genau wollen und manchmal vielleicht auch einfach erstmal so ein bisschen was austesten. Kommt drauf an, in welchem Alter man ist, aber Mädchen machen Jungs auch sehr oft falsche Hoffnungen. Ich glaube, das beruht einfach auf Gegenseitigkeit, ne? Mhm. Ja. Wie haben Jungs Liebeskummer? Oder wie gehen sie damit um? Oh. Ja, also wie... Warum bist du jetzt schon am Verzweifeln? Ja, also ich denke, die meisten Jungs, kommt immer drauf an. Ich würde sagen, es gibt so, grob gesagt, kenne ich zwei Arten von Menschen. Und zwar die einen, die reden über sowas grundsätzlich nicht viel. Die machen das mit sich selber aus, behalten das also für sich. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, zu denen zähle ich zum Beispiel selber auch, die über solche Dinge reden müssen mit anderen Personen, um das halt zu verarbeiten, das irgendwie auszusprechen und so weiter. Deswegen, ja, von Person zu Person unterschiedlich. Aber ich glaube, Jungs tendieren eher dazu, solche Dinge nicht so viel über sowas zu reden, sondern versuchen, damit selber klarzukommen. Okay. Haben Jungs öfters einen Crush auf ihre beste Freundin? Öfters? Ich würde sagen, eventuell. Keine Ahnung, also ich habe keine beste Freundin, außer die Dani. Ja. Aber habe ich. Schon ganz lange. Ich wollte sie heute gesagt haben. Danke, danke. Okay. Soll ein Mädchen den ersten Schritt machen oder ihr Jungs? Also sollte das Mädchen versuchen, selber den ersten Schritt zu machen oder sollte man das den Jungs überlassen? Also ich finde es persönlich blöd, wenn man das den Jungs immer überlässt. Weil Jungs sind meistens wirklich, also das Ding ist, warum sollte man diesen ersten Schritt nicht machen, wenn man so weiß, man trifft sich miteinander, man versteht sich gut miteinander. Also warum sollte man das nicht versuchen? So, der einzige Grund, warum man das nicht versucht, ist wahrscheinlich, dass man ein bisschen Angst davor hat, abgewiesen zu werden oder einfach sehr nervös. Und deswegen, das sind Jungs natürlich auch. Und deswegen finde ich, es sollte, wenn das Mädchen denkt, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt dafür, dann kannst du dann den Schritt auch einfach machen. Wenn der Prozess dann schneller geht, ist doch eine schöne Sache. Aber glaubst du, dass es Jungs gibt, die sich dann so in ihrer Ehre verletteln und so? Weil die das unbedingt machen wollten? Nein. Okay. Welche Frisur mögt ihr bei Mädchen am meisten? Also ich denke mal so, die typische Frisur ist ja sowas, was die Dani trägt, ne? Also so längere Haare. Und das sieht grundsätzlich immer gut aus. Ich denke mal, das ist so das Gängige, was die meisten Jungs attraktiv finden. Aber eher so Frisuren oder offene Haare? Oder ein Zopf? Ich glaub, Zopf finden viele sehr, sehr attraktiv und offene Haare. Okay. Aber ich glaube auch so bis hier oder so, so Ponys. Ja, und so, dann hast du gerade alles aufgezählt, was es eigentlich gibt. Nee, es gibt auch noch Klatze und noch ganz, ganz kurze Haare. Okay. Ja. Mach dir mal eine Klatze. Okay. Okay. Was turnt euch beim Mädchen richtig ab? Hä? Ab, ach so. Ach so, ich dachte, das ist an. Nee, ab. Aber dazu habe ich auch später noch eine Frage, deswegen müssen wir jetzt anmachen. Ach so, du hast dann eine, wo es jemanden abturnt, oder? Ja, ich habe noch eine Antwort dazu, deswegen müssen wir jetzt erstmal... Okay. Hä, nee, hab ich das doch schon gefragt? Ich hab das doch schon gefragt am Anfang. Dann hast du gesagt, wenn Mädchen Assi sprechen. Stimmt. Ja, deswegen, was turnt euch bei Mädchen an? Was turnt euch? Ja, du musst jetzt für alle Jungs auf diesem Planeten sprechen. Ja, ist ja auch blöd, wenn ich von mir sprechen müsste. Das finde ich auch nicht so toll. Also ich denke mal, wenn Mädchen einfach, Wollen wir weitergehen? Nee, lass mich kurz. Okay. Ich bin dafür, dass wir weitermachen. Komm. Ja, lass weitermachen. Okay, weint ihr oft? Beziehungsweise würdest du sagen, dass Jungs wirklich weniger weinen als Mädchen oder dass sie es einfach nur besser verstecken? Ich würde sagen, beide gleich weinen gleich wie grundsätzlich. Also ich glaube, dass... Also weinen Jungs auch jeden Abend? Nee, dann nicht. Wenn du jeden Abend weinst, dann sicher nicht. Also man weint alle 4-5 Monate vielleicht mal, wenn irgendwas ganz... Nein, natürlich Mädchen mehr. Ja? Was? Ich hab, glaube ich, das letzte Mal, also so richtig weinen tut man so manchmal auch jahrelang nicht mehr. Okay. Aber wenn man jetzt so ein süßes Video oder so im Internet sieht, was einem richtig nahe geht, dann drückt man auch mal eine entspannte Träne raus. Okay.
okay. Ja. Was mögt ihr, was Mädchen tragen? Ja, das kommt halt wieder drauf an, auf Style und Vorlieben der besagten Jungs. Ich denke mal, ja, am liebsten irgendwie kurze Klamotten, ne? So im Sommer irgendwie kurze Shorts, bauchfrei. Also bauchfrei finde ich zum Beispiel sehr nice. Ich glaube, das mögen auch sehr, sehr viele Jungs. Dann, ja, Röcke, für, also Röcke, auch sehr cool. Bauchfrei und Rock. Okay. Was macht ein Mädchen direkt unsympathisch? wenn sie arrogant ist, wenn sie sich über andere Menschen stellt im Vorhinein, wenn sie sich vergleicht mit anderen Menschen. Es gibt viele Sachen, die ein Mädchen sehr, sehr unsympathisch machen. Ich würde aber sagen, das liegt immer an charakterlichen Eigenschaften. Also ich habe noch nie Menschen getroffen, wo ich gesagt habe, ey, die habe ich gesehen und die wirkte unsympathisch. Das gibt's. Ja, das hast du mir so oft gesagt. Nein, das nicht. Okay. Ja, wer denn? Als ich dir zum Beispiel das eine Bild von dem einen Mädchen auf TikTok gezeigt habe, was ich so toll fand, hast du gesagt, dass du sie richtig unsympathisch findest. Dann hast du gesagt, dass Frederike sehr unsympathisch aussieht. Und du hast auch gesagt, als du mich zum ersten Mal mit ihm getroffen hast, dass du mich auch unsympathisch fandest. Aber aufgrund deines Charakters. Ich war voll nett. Du warst so durch Tim gelaufen. Du läufst da immer durch, als würdest du niemanden auf dieser Welt gerade mögen und akzeptieren in deinem Umfeld. So läufst du durch Gym richtig fokussiert. Aber wir haben uns doch im Gym kennengelernt. Ich weiß. Ja, dann musst du mich doch trotzdem irgendwie sympathisch gefunden haben. Ja. Aber erst dann nach dem zweiten, dritten. Okay. Was kann man Jungs schenken, worüber sie sich sehr freuen? Ich glaube, Jungs freuen sich, wenn du dir, auch Mädchen, ich glaube, das kann man auf beide beziehen, wenn man sich merkt, was die andere Person sehr gerne hat und was sie mag, wenn man ihr das immer einfach so mitbringt oder so. Oder wenn man immer... Okay, aber glaubst du, dass es irgendein Standardgeschenk gibt, was man so fast jedem Jungen schenken kann, worüber er sich übelst freut? Ich glaube, die meisten Jungs freuen sich wirklich einfach über Zuneigung. Ich meine, Playstation. Nee, das... Ja, vielleicht so ein kleiner Junge, so. Er freut sich vielleicht über eine Playstation von seiner Freundin. Aber das war ein Spaß. Wer sollte denn eine Playstation kaufen? Ich glaube, am schönsten ist es, wenn wir davon ausgehen, dass ein Mädchen einen Freund hat, wenn das Mädchen zum Beispiel hergeht und ab und zu mal ihrem Freund einfach so eine Geste irgendwie übermittelt, kann ein Kuss sein, kann irgendwie ein Brief sein, eine Nachricht, keine Ahnung, ein Kaffee am Morgen mit einem Zettel daneben, was weiß ich, irgendwas, wo sie ihm einfach mal einmal so ohne irgendeinen großartigen Anlass zeigt, dass sie ihn gern hat. Und wenn du nicht mit der Person zusammen hast? Dann kann man das auch machen, warum nicht? Okay. Du deutest jetzt nicht einen Kaffee machen und hinschreiben. Ich finde, du sollst die Person... Liebe dich, Thomas. Ja, dann so, du guckst erst mal. Thomas! Mir ist gar kein anderer Name eingefallen, okay, ja? Okay. Okay, weiter geht's. Boah, es wird so viel Schnitt dabei. Boah, krank. Okay, das war... Die nächste Frage tut mir auch leid. Okay, dann erzähl mal. Komm. Pinkelt ihr manchmal wirklich ins Waschbecken? Also ich sag mal so, das kommt wirklich, also passiert ist es auf jeden Fall bei jedem Jungen einmal. Warum? Weil die Opportunity da ist. So. Du hast ja, ihr Frau, wenn ihr das machen würdet, dann müsstet ihr... Ich dachte, das wäre eine Scherzfrage. Also, zu Hause würde es, glaube ich, niemand machen, aber nehmen wir mal an, du bist auf so einer... Bei Freunden? ...öffentlichen... Nee, bei Freunden. Genau. Du bist auf einer öffentlichen Toilette. Dann im ersten Date. Wie bei deinem ersten Date. Ja? Bei ihr bist du da was und deine Revier. Ja, das war nur ein Spaß. Das ist voll gut. Okay, du hast Nein, schon beantwortet. Also, ganz kurz. Aber jetzt hast du meine Haare kaputt gemacht. Ich hab sie selber kaputt gemacht, weil du hier rumlachst die ganze Zeit. Auf der öffentlichen Toilette zum Beispiel, wenn da alles besetzt ist, dann kann sowas bestimmt mal vorkommen. Safe. Was machst du denn? Du pisst ja nicht einfach irgendwo in die Ecke. Das heißt, alle Leute sind in der Toilette und du bist ins Waschbecken und dann können so Leute rauslaufen und sehen. Nein. Nehmen wir mal an, es ist dreckig einfach alles. Richtig, so eine richtige ranzige Bahnhof. Sorry, geil, ich schneide es einfach raus. Ja, weiter geht's. Das darfst du nicht sagen, sonst werde ich... YouTube ist noch strenger als TikTok mit den Richtlinien. Vor allem das... Hast du eine Frage? Ja, ich schaue gerade. Hey, die habe ich nämlich schon mal gehabt. Was kann ein Junge tun, um einen Jungen glücklich zu machen? Was kann ein Junge tun, um einen anderen Jungen glücklich zu machen? Nein, was kann ein Mädchen tun, um einen anderen Jungen, um euch Jungs glücklich zu machen? Das ist, also,
ähnlich wie die andere Frage vorhin. Ja, dann beantworte sie aber anders. Einfach Zuneigung zeigen und vielleicht dem Jungen einfach irgendwie zeigen, dass du für ihn da bist und dass du an ihn denkst. Ich glaube, das ist so das, was... Ich glaube, Menschen freuen sich grundsätzlich immer darüber, wenn man an sie denkt. Und wenn man ihnen das auch mal mitteilt, weißt du, du kannst immer irgendwie Situationen nehmen und versuchen, bei deinen Freunden, anderen Jungs, deiner Freundin, wen auch immer, sagen, dass du sie gern hast. Okay. Das kommt immer gut an. Was würdet ihr machen, wenn ihr einen Tag ein Mädchen wärt? Ich sage ganz ehrlich, ich würde die Anatomie des weiblichen Körpers extrem gründlich durchsuchen. Weil wenn ich, dann weiß ich ja, wie der funktioniert irgendwo auch. Das wäre schon krass. Und mehr würde man auch nicht machen. Würdest du versuchen, dich an Jungs ranzumachen? Nein. Okay. Also ich habe ja noch mein Bewusstsein. Ich stehe ja nicht auf Jungs. Ja. An Mädchen ranmachen als Mädchen. Okay. Wieso denkt ihr, dass Mädchen kompliziert sind? Also was, wenn ich jetzt einfach sage, ich denke das nicht? Okay, lass uns weiterreden. Ja, aber du sollst nicht von dir aus sagen, sondern von allen Jungs auf dieser Welt. Weiß nicht, okay, ich frage die nächste Frage. Wie bekommt man die Aufmerksamkeit von euch? Ich verstehe langsam, wo das hinläuft. Es ist halt einfach so. Aufmerksamkeit. Bekommt man die Aufmerksamkeit von uns? Wenn du einfach lieb bist, auf Jungs zugehst, mit ihnen sprichst, vielleicht ihnen vorschlägst, was zu machen mit denen, ihnen vielleicht was mitbringst oder am besten. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, irgendwie sich Spaß zu machen oder jemanden aufmerksam auf sich zu machen. Okay. Ich weiß. Stimmt, dass das Mädchen kleiner sein müssen als ihr? Ja, tut mir leid, aber es kann auch echt andersrum sein, aber das ist leider wirklich so eine Sache, die so tief in der Gesellschaft verankert, das weiß ich selber, dass das nicht so viel Sinn ergibt auch, aber ich könnte niemals ein Mädchen an meiner Seite haben, die größer ist als ich. Außerdem finde ich so eine nicht, weil ich schon groß bin. Und zweitens, wenn ich jemanden treffe, der größer ist als ich, finde ich das auch schon direkt komisch. Das ist direkt richtig komisch, aber deswegen, nee. Gleich groß noch okay, aber klein, also größer. Da musst du dich ja hochbeugen, um sie zu küssen. Ich weiß nicht, ob das so cool ist. So. I don't know. Okay. Können Jungs mehr Crushes haben als einen? Ja, same. Mädchen doch auch. Ja. Nein. Warte. Ja, das war lustig. Bin selbst ein Junge. Warum sind wir Jungs immer so notgeil auf Girls? Schau, es hat wirklich... Warte. Oh Mist, jetzt habe ich es verloren. Der Jesus ist der König. Das darfst du nicht sagen. Die Leute sollen doch anonym bleiben. Ja. Wenn euch das echt lustig, dass der Junge das immer fragt. Jungs immer so notgeil auf Girls. Ich gehe mal davon aus, weil wir vielleicht... Also einmal, nicht jeder Junge ist notgeil auf Girls. So im ersten Punkt, aber... Ich glaube, heutzutage ist es halt ganz krass. Du gehst halt auf Social Media. Ja, und du siehst an jeder Ecke irgendwie gefühlt ein Model auf Insta oder so und siehst immer nur die perfekten Bilder, die perfekten Frauen und so weiter und dann hast du irgendwann halt in deinem Kopf, ist das so ein bisschen angekommen, dass du das irgendwie dann auch brauchst, irgendwie diese Frauen, I don't know. Also ich glaube, das ist alles so ein bisschen auch mit den Medien sehr stark zusammen, aber nicht jeder Junge ist notgeil auf Girls. So. Okay. Warum gibt ihr immer viel Aufmerksamkeit am Anfang und dann gar keine mehr? Also wie gesagt, keine Ahnung, was ich mit der Frage anfangen soll, weil ich mach das nicht. Ja, aber du sollst nicht auf dich beziehen. Ja, aber wieso? Ja, also keine Ahnung. Ich denke mal einfach, es ist so, am Anfang, in dieser Kennenlernphase, ist es immer sehr spannend, weil neue Menschen kennenlernen macht generell sehr viel Spaß und hat irgendwie so einen euphorischen Beigeschmack. Hat man so richtig Lust drauf, irgendwie die Person näher kennenzulernen und so. Wenn man sie irgendwann stärker kennt, tiefer kennt, dann lässt es natürlich ein bisschen nach. Dann bist du nicht mehr so euphorisch und bist so extrem interessiert an der Person. Das heißt nicht, dass das Interesse nachlässt. Das heißt einfach nur, dass man sich halt umso besser kennt. Wenn ich jetzt mit meinen Freunden rausgehe, dann frage ich sie auch nicht so, ich sehe mal was von dir als Person. Ärgert ihr Mädchen, weil ihr sie mögt oder weil ihr sie nicht mögt? Ich glaube, die meisten Jungs ärgern Mädchen tatsächlich, weil sie mögen. Also ich glaube, immer eher ersteres. Also die meisten Jungs ärgern Mädchen, weil sie sie mögen. Ja. Okay. Ich habe noch eine lustige Frage. Gibt es Sachen an Dani bzw. an Mädchen, die du extrem komisch oder kompliziert findest? Ja, also ich würde nicht mal auf die Dani gehen. Ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der Daniela. Ich wüsste nicht, was an der kompliziert ist. Ja, du kannst es ja auch an Mädchen, auf Mädchen beziehen. Ja, du sollst es ja auch extrem komisch oder kompliziert. Die Allgemeinheit beziehen, nicht auf dich eigentlich. Also das mit mir wahrscheinlich schon. Ja, also ich fände es kompliziert, wenn die eine sehr gefestigte Meinung hat zu bestimmten Dingen. Also sagen wir mal, so ein extremer religiöser Standpunkt oder eventuelle übertriebene Ansichten in irgendeiner Richtung.
Weil das würde meinem Charakter immer widersprechen. Ich glaube, das würde alles sehr, sehr kompliziert machen. Okay. Stehen Jungs so auf Mädchen, die Drogen nehmen, rauchen und halt so Baddies sind oder eher nicht? Also wie gesagt, das kommt halt drauf an, wenn du als Junge so selber in diesen Kreisen halt unterwegs bist und selber so handelst. Vielleicht stehst du dann auch auf sowas, was in die Richtung geht, ne? Aber ich glaube auch grundsätzlich Jungs stehen schon auf sowas, aber man sollte schon differenzieren zwischen potenzieller Partnerin und ich stehe nur auf so Mädchen, weil ich es halt irgendwie cool finde, so ihren Vibe oder so oder ihre Art und Weise, wie sie sich gerade gibt, aber das heißt ja nicht, dass es irgendwie erstrebenswert, diese, dieses Zumeldung zu haben, ich meine. Okay. Guckt ihr wirklich erwachsene Filmchen mit guckt ihr wirklich erwachsenen Filmchen mit einer Darstellerin, die euren Crush ähnlich sieht? Nein. Okay. Meistens findet man sowas nicht. Okay. Was sind denn erwachsenen Filmchen? Hä, ich hab das eigentlich schon alles. Ach so, das sind andere Fragen. Das ist so. Ah. Was würdest du deiner Freundin zum Jahrestag kaufen? Ich glaube, ich würde ihr nicht in erster Linie nichts kaufen. Ich glaube, ich würde eher was für den Jahrestag kaufen, um den halt irgendwie schön zu gestalten. Sowas wie Picknick oder, keine Ahnung, vielleicht an den Ort gehen, wo man sich kennengelernt hat. Irgendwie mit Freunden was machen, irgendwas Revue passieren lassen eventuell. Aber ich glaube, einfach was kaufen ist doch langweilig, oder? Okay. Ich finde die Frage gerade nicht, aber es hatte auch noch jemand gefragt gehabt, wie Jungs das finden, wenn Mädchen so einfach so, ohne dass die Fragen Nudes schicken. Ja, also ich sag mal so, ich glaube, kein Junge hat da was dagegen, so was geschickt zu bekommen. Safe nicht, aber es kommt halt drauf an, wann. So, es kommt halt immer auf den Mut drauf an. Ich glaube, ein Junge, der um 10, 11 Uhr, 12 Uhr in seinem Bett liegt, so, der wird das liebend und gerne annehmen, weil der halt am Pennen ist oder am Schlafen fast schon. Da ist halt die Stimmung eine ganz andere. Aber wenn er jetzt gerade mit seiner Großmutter Eis essen ist und so ein Bild kriegt, weiß ich nicht, ob er dann so denkt, oh, nice. Weißt du, was ich meine? Ja, es ist schwierig, muss man immer aufpassen. Aber ich glaube, grundsätzlich sollte man auch, also man sollte ja eh immer vorsichtig sein, wen man sowas schickt und ob man überhaupt sowas schickt. Die Frage war ja, ob Jungs das gut finden und nicht, ob sowas sinnvoll ist. Weil sinnvoll ist es, glaube ich, an sich gar nicht, sowas zu schicken. Und ich glaube, die meisten Jungs würden sowas auch erstmal. Gerade wenn es bei einem vernünftigen Jungen, ich glaube, da würde ich sagen, ey, mach sowas nicht, weil das Internet ist auch sehr gefährlich und so. Das ist schon besser, so, das mal nicht zu machen. Okay, das hast du gut gesagt. Das waren tatsächlich auch schon alle Fragen. Und was dein Feedback zu diesem Video? Wie fandest du die Fragen? Also, mir fällt es immer sehr schwierig, sowas zu beantworten, weil einmal es halt allgemein bezogen ist und außerdem, weil jeder Mensch unterschiedlich ist, man kann das wirklich nicht verallgemeinern, das ist sehr, sehr schwierig. Ich habe versucht, das so korrekt wie möglich irgendwie zu beantworten und euch vielleicht auch ein bisschen Tipps zu geben. Ja, ich glaube, du hast einfach versucht, das Ganze viel zu ernst zu nehmen. Das sollte ein lustiges Video sein. Und du hast ja aber das krass gemacht. Das sind Fragen, die man auch irgendwo ernst nehmen muss. Ja, okay, hast recht. Auf jeden Fall, Dankeschön, dass ihr euch das YouTube-Video bis zu diesem Zeitpunkt angeschaut habt. Ich würde mich super einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao! Oder willst du noch was sagen? Nee. Okay, perfekt. Ciao. Ciao. Okay, wir sind fertig. Ah, Mama mia.